Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Plague Requiem. Wir sind hier mittlerweile in einem unterirdischen Tempel angekommen. Einem Tempel, von dem glaube ich da oben die wenigsten wissen, dass er überhaupt existiert. Denn er ist unter dieser Schatzkarte gewesen, die uns immer wieder den Weg gewiesen hat zu den nächsten Orten, die wir aufsuchen wollen. Einerseits die Kathedrale in den Bergen, andererseits aber auch die kleine Kapelle bei der Festung. Da mussten wir die Karte zerstören und sind dann hier unten gelandet. Weit, weit, weit unter der Erdoberfläche. Und hier ist ein riesengroßer Tempel gebaut worden. Für den ehemaligen Träger der Makula, für Basil. Und Elia, die Beschützerin, war auch da. Hat sich ihren Weg freigekämpft von der Kapelle in der Festung bis hier nach unten. Wir haben zum Beispiel schon einige Leichen gefunden von den Wächtern des Ordens. Und die Geschichte wiederholt sich. Wir sollten nicht hier sein. Tja, sind wir aber. Denn jetzt sind wir hier. Da vorne übrigens die nächste Leiche. Es ist ein bisschen finster hier. Ich hoffe, wir können mit diesem Feuer gleich wieder was anfangen, aber ich denke mal schon. Huiuiuiui. Was? Nein, nein! Ah, wir brauchen Feuer! Amicia, schnell! Hoppla! Ach du Scheiße. Dieser Ort ist böse. Moment, diese Feuer, die Schienen. Sie bauten das alles, um sie in Schach zu halten. Was? Ja, machen wir den Weg frei. Wenn du meinst, womit fangen wir an? Und ich glaube, ich habe noch in der letzten Folge gesagt, glücklicherweise sind hier unten keine Ratten und die Ratten haben genau diesen Tempel außer Acht gelassen, haben alles zerstört außer diesem Tempel, aber da war ich wohl ein bisschen zu früh mit der Annahme, denn die Ratten sind mittlerweile hier und zwar mal wieder eine ganze, ganze, ganze Menge. Hier sind Feuerschalen überall, links und rechts steht eine, die hier zum Beispiel, und je nachdem, wo wir hingehen wollen, müssen wir eben die Feuerschale hinschicken. Interessant, interessant, interessant. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, dass wir da hinten hinkommen, da sehe ich nämlich schon zumindest ein bisschen was blinken. Aber die große Frage ist, wie machen wir das denn überhaupt? Ah, ich glaube, ich weiß, wie wir das machen. Guck mal, wir haben hier nämlich wieder das Ding. Und wenn wir uns hier einhaken und dann hier rüberschießen, können wir es anziehen. Diese Feuerbecken hier können bewegt werden. Auf Schienen und mit griechischem Feuer. Geschickt. Der Orden kennt sich mit Ratten aus. Na gut, die hatten ja schon immer mit denen zu tun. Gut, mal sehen. Bin ich froh, dass dieses Feuer Ewigkeiten hält. Denn sonst hätten wir den Arsch jetzt offen. So. Oh, guck mal, da ist auch eine Kiste. Da habe ich gar nicht gesehen. Da siehst du, zahlt sich immer wieder aus. Okay, das Harz können wir trotzdem nicht mitnehmen. Alles klar. Andere Frage, Freunde. Wie bringen wir das Ding denn jetzt da nach drüben? Gut. Sie können verschoben werden. Helft ihr mir? Sicher. Ja. Los. Ah, so bringen wir das Ding hier nach drüben. Wir müssen es gar nicht nach drüben bringen, sondern erstmal nach hinten. Und dann hier auf die Seite. Alles klar, so ist das alles verbunden. Die Gleise kreuzen sich. Ändern wir die Richtung. So kann man nämlich nach links und rechts spazieren. Alles klar, na gut, das muss er auch erstmal rausfinden. Und die Ratten können einem nichts tun. Wir sind sicher, solange wir die Feuer haben. Ja. Jetzt ergibt das griechische Feuer Sinn. Die Ratten können einem hier nichts tun. Das griechische Feuer brennt immer. Aber der Karren ist im Weg. Wie werden wir ihn los? Weiß ich nicht. Ich brauche eine bessere Sicht. Sehen wir hinten nach. Na gut, gucken wir mal ganz kurz hier lang. Mal schauen, was wir da so finden. Ja, beruhigt euch mal, beruhigt euch mal. Ihr werdet hier heute nichts zum Essen bekommen. Hier unten auf jeden Fall nicht. Ach, sind wir schon hier. Alles klar, weiter geht das wohl nicht. Dann muss wohl sie ran mit dem Prisma. Bleibt bei mir. Na, da hätte der Orden ein bisschen ruhig noch die Schienen hier ausbreiten können nach hinten. Naja, wurscht. So, aber die große Frage ist... guck mal einer an. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ein bisschen Pyrit nehme ich gerne mit. Und wo geht's denn da unten hin, sag mal?
Vorsicht. Es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Ja, macht nichts. Ich glaube, das sollten wir hinbekommen. Hey, lass gut sein. Gebombt. Zum Glück können die Ratten hier nichts machen. Es ist halt nur die Frage, wie wir da jemals wieder raufkommen wollen. Aber das müssen wir später entscheiden. So, eine weitere Kiste. Wieder mit ein bisschen Harz. Und? Das ist eine Karte von diesem Ort. Die Gleise und Feuerbecken. Keine Karte. Ein Entwurf. Die ganzen Mechanismen. Da sind noch andere. Da! Sieht aus wie das Chateau d'Ambrage, Amicia. Stimmt. Das ist der Innenhof mit den ganzen Feuerbecken. Und was ist das? Mehr davon. Zeichnungen und Karten von Dänemark, Konstantinopel? Die hier ist aus Asien. Afrika? Ich wusste nicht, dass der Orden so weit reicht. Weil es überall passieren kann. Was? Eine Seuche. Los, gehen wir. Und wir haben eine Karte vom Chateau d'Ambrage. Die nächste Erinnerung 19 sollte das mittlerweile sein. Und 21 haben wir, also zwei fehlen uns nur noch. Das Chateau d'Ambrage, das wir ja noch aus dem letzten Spiel kennen, aus der Blacktail Innocence, aus dem Vorgängertitel, wo wir dort ja genauso wie hier mit den verschiedenen Feuerbecken die Ratten im Schach halten sollten. Und genau dasselbe ist hier. Genau dasselbe gibt es anscheinend in Asien, in Afrika, in Konstantinopel und an vielen, vielen, vielen weiteren Orten dieser Welt, weil die Seuche, Entschuldigung, sich überall ausbreiten kann. Die sucht sich den Träger der Makula selbst aus. Und der Orden hat sich überall darauf vorbereitet, den Träger wegzusperren. So, jetzt ist aber immer noch die große Frage, wie wir hier raufkommen. Oder können wir hier drauf schießen? Warte mal. Hier sollten wir drauf schießen können. Das haben wir ja gelernt. Schieß auf was Hölzernes. Sicher. Und dir kann nichts passieren. Super. Oh, das sollte man nicht mitnehmen, sonst sind wir gleich tot. So, was gibt's denn hier noch? Guck mal einer an. Na, Hallöchen. Das einzige Problem, wenn wir hier jetzt draufballern, werden wir wahrscheinlich selbst draufgehen, oder? Wow. Na, vielleicht auch nicht. So, kein Karren mehr. Jetzt müssen wir nur aufs andere Gleis. Eieieiei, Freunde, ich sag's euch, das ist eine lebensgefährliche Angelegenheit hier. Können wir jetzt mittlerweile die Kiste auch mitnehmen? Ich hoffe. Sehr gut. Das habe ich schon wieder voll vergessen, dass wir mit den Bolzen ja eigentlich auf die hölzernen Strukturen, auf die Kisten schießen können. Und uns dann ein ewiges Feuer, wie das griechische Feuer hier bereiten können. Sehr gut. So, alles klar. Keine Ahnung, wo es als nächstes hingeht. Vermutlich hier rüber. Aber was machen wir denn dann mit den anderen Karren? Da möchte ich natürlich auch nochmal hinschauen, wenn wir schon mal hier sind. Ich finde es übrigens cool, wie der kleine Uguda auch mitarbeitet. Schön. Boah, guck dir mal an, was hier massenhaft für Ratten sind. Unglaublich. So, und leider Gottes gehen wir hier nicht auf diese Seite zurückkehren. Wir können das Becken nur in diese Richtung schieben und das war's dann. Und hier geht's auch nicht weiter. Da sind nämlich die Schienen kaputt. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber ich würde natürlich trotzdem mal gerne herausfinden, ob wir da hinten noch was sehen können. Hier sehen wir außer Ratten nicht so viel. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleib dir mal deine... Ich will endlich sehen, was hinter der Brücke ist. Bist du sicher, dass der Träger die Antwort ist, die du suchst? Wie könnte er es nicht sein? Elia hat uns hergeführt. Alles führt hierher. Hier gibt's bloß einen Haufen Leichen. Sie sind unsere einzige Spur zur Wahrheit. Ich will die Wahrheit nicht wissen, Amicia. Ach, ihr zwei. Aber wir sind jetzt schon so kurz davor. Wir müssen jetzt herausfinden, was da damals passiert ist. Wir haben schon so viele Hinweise gesammelt. Wir müssen das jetzt zu einem Ende bringen. Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Das macht nichts, wir sind schon hier. Gut gemacht. Schieben wir das hier. Warum? Warum sollen wir das schieben? Wir sind doch schon fertig, oder? Müssen wir hier mit dem auch noch was schieben? Nee.
Eigentlich müsste man hier nur das nach da hinten bringen und das war's dann. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Also hoffe ich, dass es das dann war. Ich weiß es gar nicht. Wir werden es gleich rausfinden. Vorsicht, es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Aber wir sollten mal gucken, wie weit wir mit diesem Gerät hier kommen. Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Das macht Gebt nichts. Acht. Kannst Lass schon aufhören? Es. Geht klar. Wie geht's dir, Hugo? Ich fühle mich komisch. Komisch? Los, Hugo. Wir sind fast da. Bist du dir sicher? Dieser Ort ist einfach... Ja, ich bin mir sicher. Dieser Träger ist der Grund für Hugos Traum von der Insel. Außerdem haben wir keine andere Wahl. Na gut, das war... Vergiss es. Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen das tun. Ja, werd nicht wütend. Bin ich nicht. Nur traurig. Bitte nicht. Wir sind so weit gekommen mittlerweile, diesen unterirdischen Tempel. Mehr Ordenswachen. Unfassbar, dass sie allein mit ihnen fertig wurde. Das Mädel konnte wohl mächtig gut kämpfen. Sie war entschlossen. Er bedeutete ihr alles. Etwas Schlechtes geschah mit ihm. Sie wusste es. Weißt du, was es war? Ich fühle mich düster. Wie in meinem Traum. Als ich gestorben bin. Ich hoffe, sie hat es geschafft. Das werden Bitte, wir wahrscheinlich gleich gib rausfinden. Uns irgendwas. Aber wir haben mittlerweile so viel über die Geschichte des ehemaligen Trägers der Makula über Basil und seine Beschützerin Elia herausgefunden, dass wir jetzt hier nicht einfach zurückkehren können. Natürlich, für Hugo ist das eine absolut grausame und gruselige Angelegenheit hier unten. Denn wie alt ist er? 8, 9, 10, wenn überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Der Träger der Makula kennt sich sowieso nicht wirklich aus, was er mit den Ratten machen soll, weil er hin und wieder mussten wir ihn ja schon mal zurückhalten, dass er die Ratten nicht einfach so einsetzt. Und dann ist er auch noch mit uns da unten, umgeben von Tausenden von Ratten, die nichts anderes wollen, als uns zu fressen. Natürlich macht ihn das Angst, aber wir müssen hier jetzt weitergehen, denn wir haben so viel rausgefunden. Und wir sind immer noch aus einem bestimmten Grund hier, nämlich um eine Heilung, ein Elixier möglicherweise zu finden, das die Makula aus seinem Körper raustreibt. Wir wollen nicht diese Macht, nach der die vielen anderen streben, die auch gerne die Makula bekommen möchten. Wir wollen genau das loswerden. Hallo? Jetzt geht's nach oben. Dachte schon, wir haben was vergessen. Gehen wir lieber zurück. Beschütze einen, beschütze alle. Die Inschrift aus der Festungskapelle. Das ist sie. Elia. Die Beschützerin des Trägers. Sie hat sich tapfer gewehrt. Aber sie starb allein. Was hast du, Hugo? Ich will nicht, dass du stirbst. Ich bin am Leben. Ich werde leben. Na komm, mein Großer. Sehen wir uns mal das Tor an. Ich weiß, wie es ist, allein zu kämpfen. Um nicht allein sein zu müssen. Ich hoffe, du hast für immer Frieden gefunden. Hast du eine Idee, wie wir das aufmachen können? Gehen wir lieber zurück. Was? Nach all dem? Komm schon. Fühlst du dich besser? Naja. Hey, wir sind alle erschöpft, aber wir sind zusammen, oder?
Na dann, öffnen wir das Tor. Ich glaube, Hugo geht's hier überhaupt nicht gut und ich muss ehrlich gesagt sagen, im ersten Teil ist das gar nicht so sehr zutage gekommen, was für einen Zweck die Schwester hier eigentlich erfüllt. Das war früher, vor 800 Jahren, natürlich anders. Da war Elia nicht die Schwester von Basil, sondern auch eine Soldatin des Ordens, die genau deswegen abgestellt wurde, damit sie sich um Basil kümmert, damit sie ihm zur Seite steht und sie ihn beschützt. Heute ist die Geschichte ein bisschen anders aufgebaut. Da sind der Träger und die Beschützerin von einer Familie abstammend. Aber welchen Sinn und Zweck die Beschützerin eigentlich hat, das wussten wir im ersten Teil noch nicht. Aber das sehen wir jetzt hier quasi in jedem einzelnen Kapitel. Amicia ist ein viel, viel, viel wichtiger Charakter, als wir eigentlich gedacht haben. So, ich vermute mal, wir müssen hier durch die Tür. Und so wie es aussieht, ist die hier links und rechts mit diesen Verstrebungen versperrt, dass man natürlich nicht so einfach durchkommt. Ich würde aber trotzdem mich ganz gerne noch ein bisschen hier umschauen, wenn wir schon mal hier sind. Was es hier möglicherweise alles so zu entdecken gibt. Guck mal, wir haben auf jeden Fall da unten die Leiche gesehen. Wo ist sie nochmal? Sie muss irgendwo hier im Mittelfeld, glaube ich, liegen. Das ist sie, genau. Die Elia, mit dem Helm auf. Ich hoffe, ich habe mehr Glück als du. Und man sieht, wie viele die hier niedergemetzelt hat. Da liegen Dutzende von Leichen von den Soldaten des Ordens. Und nicht nur hier, sondern den gesamten Weg bis an die Oberfläche entlang. Überall liegen die Leichen. Sie hat sich ihren Weg gebahnt. Von der Kapelle dort unten bis nach hier in diesen Tempel. Hat es aber leider Gottes nicht ganz geschafft. Wie viele Leute waren wohl nötig, um dieses Tor zu bedienen? Ich muss wieder dorthin. Sie hat es leider Gottes nicht ganz geschafft, um zu Basil zu kommen. Los, Hugo. Alles klar. So, gucken wir mal, was hier drin ist. Eine Tür, die Hugo von innen öffnen kann. Dann können wir nämlich reingucken. Schon so verdächtig markiert mit dieser roten Flagge. Was gibt's denn hier? Danke, mein Lieber. Ja, eine kleine Lagerkammer, so wie es aussieht. Ein paar Helme und Speere. Und Spielzeuge? Seht mal. Kinderkleidung, Spielsachen, Basilius. Die gehören ihm. Sieht nicht gerade wie ein Spielzimmer aus. Sie nahm ihm seine Sachen weg. Er muss ganz in der Nähe sein. Irgendwo hinter dieser Tür. Ziemlich große Tür für ein Kind. Nicht irgendein Kind. Wir werden sehen. Zurück zur Tür. Naja, ganz klar, dass die Tür so riesig gebaut haben, denn wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern an den ersten Teil, an der Black Tail Innocence, an das letzte Kapitel, als es den Kampf gab mit Großinquisitor Vitalis... Ich kann die Riegel ganz rausziehen und dann fixieren wir sie mit dem anderen Hebel. Sag mir, wenn du bereit bist. Ja, noch bin ich nicht so ganz bereit. Das wird noch eine kurze Weile dauern, aber wir wissen auf jeden Fall schon, was wir zu tun haben. Genau. Erster Teil, Großinquisitor Vitalis. Da haben wir ja gesehen, welche Rattenberge da auftauchen können. Und die waren ja wie hoch? 5 Meter? 10 Meter? Und jetzt stell dir mal vor, da hinten überschreitet der Träger die letzte Schwelle der Makula. Und ein riesiger Rattenberg kommt raus. Du musst die Tür eben ein bisschen größer machen, denn die muss ja auch was aushalten. Die haben ihn ja genau deswegen hier unten eingesperrt, damit er selbst fertig wird mit der letzten Stufe und die letzte Stufe nicht nach außen trägt, damit die anderen nicht drunter leiden müssen an den Ratten, so wie bei uns hier gerade der Fall ist, dass die Ratten ein Dorf nach dem anderen zerstören, die Rote Stadt und jetzt eben auch schon einen gewissen Teil von Lacuna, auch wenn vielleicht doch noch einige überlebt haben und es hier auf jeden Fall nicht so viel Zerstörung gibt wie in der Roten Stadt. Aber wir sind ja auch erst am Anfang, also wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt. So, Freunde, ich glaube, gesammelt haben wir in diesem Raum alles, was es gibt. Und auch der sieht wieder wunderschön aus mit diesem Wabenmuster hier überall an den Wänden. Und da oben sogar ein bisschen kleinere Statuen. Die sind jetzt nicht unbedingt so groß wie ein Mensch, denke ich, sondern eher ein bisschen schmaler. Aber trotzdem, guck mal eine an. Wunderschön verziert und verkleidet das Ganze. Also man sieht, der Orden hat sich hier Mühe gegeben, aus diesem Ort was ganz, ganz, ganz Besonderes zu machen. Und wir sind hier, 800 Jahre später, und decken jetzt die Geheimnisse dieses Tempels auf. Oh, wo geht's denn hier noch hin? Guck mal. Waren wir hier schon? Ein Karren. Was macht der denn hier? Aha. Ich brauche Hilfe, Sophia. Gerne doch. Lassen wir sie das mal drehen, mal gucken, was das bringt. Dann können wir nämlich zumindest mal diesen Karren hier rausschieben. Ich hoffe, das nutzt auch was. Da ist eine Stange an.
angebracht. Die muss einen Nutzen haben. Aha. Müssen wir den Karren nicht erstmal ziehen? Doch. Ah, mit der Stange können wir das Ding ziehen. Alles klar. Na, das gibt uns natürlich wieder ein paar neue Möglichkeiten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann lassen wir das mal hier. Und dann schauen wir mal, was als nächstes ansteht. Denn noch habe ich keinen Schimmer, wo ich das Ding hinschießen soll. Aber das wird sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit rausstellen. Okay, meine Liebe. Sophia, ist auf dich Verlass? So gut wie erledigt. Mal gucken, was das jetzt hier bewirkt. Wir könnten nämlich hier auch drauf schießen, sehe ich gerade. Der hier öffnet die oberen und unteren Riegel. Und das Ding, das aus dem Boden gekommen ist, ist das eine Kurbel? Denke schon. Und können wir das jetzt hier irgendwie befestigen miteinander? Ich muss mal ganz kurz gucken. Denn wir haben ja auf der anderen Seite genau dasselbe Problem. Das ist die Scheiße. Schauen wir mal, was da passiert. Wir können ja mal ein bisschen rumprobieren. Es klappt. Ein Riegel erledigt. Jetzt die anderen. Sehr gut. Nur haben wir dort das Problem, dass wir das nicht festbinden können, denn wir haben nur einen Karren, leider Gottes. Ein zweiter wurde hier nicht abgestellt. So, das heißt, du kannst mal aufhören. Du kannst aufhören. Wird erledigt. Aber dafür auf der anderen Seite weitermachen, denn wir haben die zweiten Riegel hier. Und sobald sich die Riegel bewegen, öffnen sich hier links und rechts die Tore. Nur werden wir hier wohl nichts anstellen können, denn das hier können wir nicht festbinden. Wir können das nur da drüben festbinden, aber nicht hier. Wie sieht's in der Mitte aus? Oder können wir tatsächlich auf zwei Seiten schießen? Ich weiß es gar nicht. Nee, wir können das nicht mehr benutzen. Mal schauen, ob wir den Hebel umlegen können. Ja, nur bringt uns das nicht viel. Vielleicht kann Hugo den Hebel ja umlegen. Kümmer dich drum, Hugo. Aha. Weil wir können ihm natürlich jetzt nicht solche schwierigen Aufgaben wie das da drüben geben, aber den Hebel umlegen, das schafft er. Wir können loslassen. Die Bodenkurbel ist jetzt ganz raus. Versuchen wir es. Öffnen wir das Ding, Sophia. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Na, das brauchst du mir nicht sagen. Was glaubst du, wie es mir geht? Komm schon, das ist wirklich wichtig. Es funktioniert. Ja, wer hätte das gedacht? Na, guck mal einer an, was wir hier für eine Tür öffnen. So? Das ist nicht gut. Noch können wir es zumachen. Nein, wir suchen Basilius. Du meine Güte. Mir gefällt nicht, was ich hier sehe. Das geht. Noch tiefer runter. Wir können noch zurück, Amicia. Nein, nein. Wir gehen durch das Tor. Zusammen. Wir sind da. Wenn du umkehren möchtest, Sophia, dann jetzt. Gehen wir. Ich will zurück. Bitte, Hugo. Leider Gottes gibt's für uns jetzt kein Zurück mehr, denn wie gesagt, wir haben so viel entdeckt aus der Vergangenheit und wir wissen genau, dass wir die Geschichte hier gerade neu schreiben. 800 Jahre später und statt Basil und Enia sind's diesmal Hugo und Amicia, der Träger und die Beschützerin, wieder im Tempel des Ordens auf Spuren, was vor 800, oder auf Spurensuche, was vor 800 Jahren damals hier geschehen ist. Und ich würde sagen, wir machen genau hier weiter morgen in der nächsten Folge von der Blacktail Requiem und gucken mal, was in diesem weiteren Teil dieses unterirdischen Tempels so zu finden ist. Wir kommen immer weiter und weiter und weiter und weiter rein und da sieht man mal, wie viel Mühe sich der Orden gegeben hat, um Basil da unten zu verstecken, um die Ratten hier unten zu lassen und nicht nach draußen zu lassen. Sie haben ihn ganz tief unter der Erde eingesperrt und gehofft, dass ihn niemand befreien wird. Mit Enia haben sie nicht gerechnet, aber tatsächlich konnten sie sie aufhalten. Kurz vorm Ziel, so wie es aussieht. Mal gucken, was hier weiter auf uns zukommt. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Feuerschale, wahrscheinlich auch hier wieder mit griechischem Feuer.
Und wahrscheinlich werden auch hier wieder die Ratten nicht lange auf sich warten lassen. Wir werden es rausfinden morgen in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns wie gesagt morgen wieder zur nächsten Runde von der Plague Tale Requiem. Bis dahin, tschüss!